Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, in Zeiten der Krise sehen wir den großartigen Charakter der Brandenburger. Menschen aus allen Teilen des Landes, aller Altersgruppen und aller Berufe, sie stehen zusammen und reichen symbolisch damit eine helfende Hand all jenen, die sie jetzt besonders benötigen. Und sie senden damit auch ein Zeichen der Hoffnung, dass wenn wir entschlossen und vorausschauend die richtigen Schritte ergreifen, diese Krise auch meistern können. In so einer Zeit zeigt sich, welche Kraft in unserem Land steckt, wenn es gilt, die außerordentliche Arbeit derer zu würdigen, die selbstlos für andere einstehen, für sie da sind und ihnen nahe sind. Hoffentlich bald werden wir zurückblicken und sagen können, dies war die Phase, in der ein neues Gefühl der Nächstenliebe und Solidarität unser Land durchzog und es damit auch stärker machte. Denn diese Stärke braucht es jetzt, um diese Zeit der Heimsuchung, in der wir alle auf die Probe gestellt werden, auch zu meistern. Dazu gehört es, die Lage faktenbasiert zu analysieren, notwendige Maßnahmen zu definieren und die Ressourcen bereitzustellen, um diese entschlossen und konkret umzusetzen. Dabei geht es wahrlich nicht um parteipolitische Selbstdarstellung, sondern gesellschaftliche Lösungen, die jedem zum Nutzen gereichen. Meine Damen und Herren, wir haben es mit einer der bedrohlichsten Pandemien der Geschichte zu tun. Lange Zeit wurde die Wirkung des neuartigen Coronavirus bei uns in Europa unterschätzt. Das muss man so sagen. Der Mehrheit der Infizierten milde Krankheitsverlauf wog in trügerischer Ruhe und verleitete viele dazu, noch vor einiger Zeit, unvorsichtig zu sein. Der gefährliche Trugschluss, weil man sich nicht krank fühle, man weiter unverändert den Alltag bestreiten könne, ermöglichte erst die weite Verbreitung in Europa. Dabei haben wir eine höhere Reproduktionszahl, längere Inkubationszeit und eine deutlich höhere Sterblichkeit als bei einer gewöhnlichen Grippe. Deswegen war und ist es auch so wichtig, den pseudowissenschaftlichen und Verschwörungstheorie heischenden Verharmlosern entgegenzutreten. In dieser Zeit sind Desinformation und Agitation die größten Feinde von Heilung und Hilfe. Mit einem exponentiellen Wachstum an Infizierten, ohne Impfstoff und mit Übersterblichkeitsraten in manchen Orten Italiens so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, steht die Tragweite außerhalb jeden wissenschaftlichen Zweifels. Und die Gefährdungslage muss als so hoch benannt werden, wie sie ist. Daher müssen sich alle Maßnahmen und die Diskussion, ob man sie einschneidend findet, ob sie nötig sind, ob sie reglementierend sind, immer an dem Vergleich orientieren, nämlich auf der einen Seite geht es um Lebensqualität, auf der anderen um Leben. Meine Damen und Herren, als eine der wichtigsten, richtigen Maßnahmen sehen wir es an, dass die Menschen nicht durch sich beinahe täglich ändernde und sich teilweise auch widersprechende Aussagen verunsichert werden. Die nötigen Maßnahmen erfassen alle Bereiche des Lebens und die aufzubringenden Kraftanstrengungen werden uns noch lange begleiten. Es ist richtig und wichtig, die Häufigkeit der Kontakte der Menschen zu begrenzen, um so die Streugeschwindigkeit zu verlangsamen. Deswegen war und ist es auch nötig, alle Möglichkeiten des Zusammenkommens von größeren Menschengruppen zu unterbinden. Daher sind auch die anfänglich zögerlichen Schritte der Landesregierung kritisch zu bewerten. Als eines der letzten Bundesländer wurden bei uns am 16. bzw. in manchen Teilen 18. März erst die Schulen und Kitas geschlossen, mit mehreren Tagen Verzug im Vergleich zu anderen europäischen Staaten und auch anderen Bundesländern. Selbst als die Zahlen bereits exponentiell stiegen, wurden für den Bereich der Tagespflegeeinrichtungen für Kleinkinder am 20. März nur eine Empfehlung, keine Weisung zur Schließung ausgegeben, was dazu führte, dass einige Landkreise noch die letzte Woche geöffnet hatten.
Dabei sind die dort betreuenden Mütter, manchmal auch Väter, die selber Kinder haben und Kontakt mit 5 bis 6 weiteren Kindern und auch deren Eltern haben, besonders gefährdet. Sie haben auch keine großen medizinischen Einrichtungen im Rücken, die sie mit Masken oder Desinfektionsmitteln versorgen könnten. Und so hat es in Deutschland vom ersten Infizierten, Deutschland insgesamt, bis zur Schließung aller Kitas und Schulen 51 Tage gedauert. In Italien 34, in Tschechien gar nur 10. Und dabei war auch, sehen Sie es mir nach, nicht hilfreich, dass Teile der Brandenburger Landesregierung noch vor wenigen Tagen vor einem angeblichen Überbietungswettbewerb warnten und anmahnten, man müsse doch erstmal die angeschobenen Maßnahmen 10 bis 12 Tage beobachten und dann auswerten. Ja, noch am 20.03. erklärte die Gesundheitsministerin im RBB-Interview, dass man von Ausgangsbeschränkungen abrate, weil die Maßnahmen der vorangegangenen 2 bis 3 Tage bereits Wirkung zeigen würden. Eine massive Fehleinschätzung angesichts der 2-wöchigen Inkubationszeit und der seitdem wachsenden Zahlen. In allen maßgebenden Fragen, ob Schulschließung, Gastronomieschließung und Ausgangsbeschränkung, die nur nicht so heißen darf, zog Brandenburg jedes Mal mit mehreren Tagen Verzögerung hinterher. Und nun wissen wir, dass das alle vor eine Herausforderung stellt, eine Situation, die wir so nicht kennen. Aber regelmäßig wurde dabei Bayern für etwas kritisiert, was man Tage später selber machte und sich in der Zwischenzeit die Zahlen verdoppelten und verdreifachten bei uns. Und, es tut mir leid, noch am 25.03. erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin im RBB, dass man die Beschränkungen überdenken müsse. Schließlich könne man Brandenburg nicht mit Bayern vergleichen, weil dort eine ganz andere Betroffenheit gegeben sei. Meine Damen und Herren, eine unverantwortliche Lagebeurteilung. Wir brauchen nicht deswegen mildere Maßnahmen, weil wir noch nicht so betroffen sind, sondern wir brauchen diese Maßnahmen, damit wir nicht so betroffen sein werden. Meine Damen und Herren, das ist die Erkenntnis der letzten Tage. Und es ist auch die Erkenntnis aus den anderen Ländern. Es ist ein Trugschluss, immer erst Entwicklungen zu beobachten, Maßnahmen abzuwägen oder Maßnahmen zu betrachten, deren Wirkung zu berechnen und dann zu reagieren. Vielmehr muss man statistische Entwicklungen ablesen, Anstiegsraten vorhersehen und so präventiv agieren. Und diejenigen, die dort zügiger handeln, preschen nicht vor oder haben anstehende Kommunalwahlen im Blick, wie ihnen auch durch die Landesregierung unterstellt wurde in der hiesigen Ausschusssitzung, sondern sie beugen vor und haben unsere Unterstützung. Meine Damen und Herren, wir stehen an der Seite jener, die Bürgerrechte wie Freizügigkeit und Versammlungsfreiheit schützen wollen. Keine Frage. Aber Sie müssen auch wissen, dass Gesundheitsschutz und Schutz des Lebens genauso edle und verteidigungswerte Grundrechte sind. Daher ist für uns klar, bei einer epidemiologischen Ausbreitung eines Virus ist nun mal die Mobilität der Bevölkerung ein Katalysator, den es zu begrenzen gilt. Es braucht daher zügige und weitgehende Maßnahmen, um nicht dieselben Entwicklungen wie in anderen Ländern zu erleiden. Meine Damen und Herren, deswegen haben wir als BVB Freie Wähler von Anfang an für stringente Ausgangsbeschränkungen plädiert und wiederholen dies an dieser Stelle. Und die dicht gedrängten Parkplätze und Radwege des letzten Wochenendes, es tut mir leid, geben uns recht in der Forderung, die Maßnahmen nach bayerischem Vorbild zu verschärfen. Zugleich braucht es stringente Homeoffice-Lösungen für Angestellte, um ihnen unnötige Arbeitswege zu ersparen. Da, wo der ÖPNV genutzt werden muss, fordern wir umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen aller Busse und Bahnen und nicht, wie im Barnim durch den dortigen Landrat, die abenteuerliche Erklärung, die Busoberflächen eigneten sich nicht zur Reinigung. Zugleich benötigen wir eine bessere Ausstattung der Hausärzte mit Schutzmitteln. Hier gilt es, von jedem Hilfsangebot Gebrauch zu machen und vorhandene Kapazitäten produzierender Gewerbe zu nutzen. Ein zentraler Lösungsschritt ist die zeitnahe Realisierung von Massentests. Nur durch das Hochfahren von Testkapazitäten gewinnen wir ein echtes Bild und können zielgerichtet gefährdete Personen isolieren. In den Supermärkten sind von Rechts wegen, nicht durch Appelle, sondern von Rechts wegen, Hamsterkäufe zu unterbinden, durch Regelungen, die die Abgaben von Lebensmitteln auf haushaltsübliche Mengen
begrenzen. Meine Damen und Herren, wir begrüßen, dass unser Vorschlag, die Steuervorauszahlung von Unternehmen auszusetzen, sich in Umsetzung befindet, denn dies ist eine Maßnahme, die noch eher als der Rettungsschirm sofort Wirkung entfaltet. Wir als BVB Freie Wähler unterstützen auch die Erhöhung des Hilfsfonds auf 2 Milliarden Euro und werden das auch im Rahmen der anschließenden Haushaltsdebatte dokumentieren. Wir gehen davon aus, dass aus diesem Geld auch die Übernahme der Kita-Beiträge auch für jene Eltern mit Notbetreuung als Würdigung für die Ausübung ihrer systemrelevanten Tätigkeit erfolgt und dass daraus auch eine Stütze für die Tafeln gezahlt wird, um auch die stark Bedürftigen nicht zu vergessen. Und natürlich auch sonst eine zügige Bereitstellung der zugesagten finanziellen Hilfen ermöglicht wird. Vor allem aber müssen daraus die Kosten für die Ausstattung der Krankenhäuser mit Intensivbetten bestritten werden. Zugleich sollten bitte Einsatzmöglichkeiten für die derzeit beurlaubten Lehrer geprüft werden, beispielsweise, ob sie vorübergehend in Krankenhäusern für bestimmte Aufgaben eingesetzt werden können. Zur Aufrechterhaltung der Rechtspflege fordern wir die Nutzung des elektronischen Anwaltspostfachs auch für Videokonferenzen, für mündliche Verhandlungen in Zivilprozessen, wo dies möglich ist. Und in den Kommunen darf es nicht zu einer Aushöhlung der Mitwirkungsrechte der Vertretungen kommen. In Pandemiezeiten muss es Dringlichkeitsbeschlüsse geben, keine Frage, aber diese müssen sich thematisch darauf beschränken, die nötig sind, um die Krisenbewältigung sicherzustellen, um so Missbrauch zu verhindern. Meine Damen und Herren, die Regierung hat gute Maßnahmen zur Überwindung der Krise benannt. Die Opposition hat weitere Vorschläge unterbreitet. Es gilt nun, diesen Weg beherzt zu gehen. Wir wissen alle, es werden auf diesem Weg Hürden vor uns stehen. Doch möge dieser Weg immer von unserer Überzeugung, das Bestmögliche zu tun und unseren gemeinsamen Werten gezeichnet sein, indem wir die ehren, die im Dienst für das Gemeinwesen, in Hingabe für die Familien und mit Opferbereitschaft für unsere Mitmenschen tätig sind. Wenn wir Brandenburger uns von diesen Werten leiten lassen, können wir unsere Ziele auch erreichen und dieses Tal durchschreiten. Die Bewältigung solch einer Krise ist immer geprägt von Betrachtungen voller Demut, Menschen voller Hoffnung und Anpacken voller Entschlossenheit. Wir in Brandenburg müssen alles dafür tun, dass Wirtschaft, Gesundheitswesen und alle staatlichen Einrichtungen in der Stärke zurückkommen, wie die Menschen sie brauchen. Und es ist doch unsere Aufgabe als Opposition, dabei die Regierung im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Solange Brandenburg wahrhaftig zu seinen Idealen bleibt, treu an der Seite seiner Bürger steht, was hier geschieht, wird uns das auch gelingen. Es ist unsere Aufgabe, zusammen mit den Menschen das Signal zu senden, dass wir bei ihnen sind, dass niemand vergessen wird und jeder Einzelne zählt. Dazu wollen wir als BVB Freie Wähler unseren Beitrag leisten und dort helfen, wo wir können und wo wir gebraucht werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.